haben wir auf jeden Fall hier schon mit dem Wasser ein bisschen was flach machen können. Wie man sieht. Ja, ist doch nicht schlecht. Guck mal, haben wir doch mal ein paar Samen hier noch einsammeln können. Und dann passt es ja. Okay. Das ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich es so mache hier. Fließt es denn auch in die Richtung? Oder fließt es denn mehr in die andere Richtung? Nee, es fließt genauso, okay. Naja, gut. Hätte ja sein können. Wenn ich schon die Natur hier verschändel, dass es wenigstens funktioniert. Aber hat nicht funktioniert. Dann müssten wir hier nochmal wahrscheinlich so ein Ding machen, ne? Vielleicht nicht ganz so hoch. Wäre jetzt eh vollkommen irrelevant gewesen. Hier nochmal so ein Ding. Und dann ist es aber auch gar nicht so schlecht. Guck mal, so ein paar Halme hier, okay. Kann ich ja fast mit leben. Allerdings ist es mir auch schon fast ein bisschen mühsam. Weil so viel... Naja, gut. Also direkt hier beim Kern oben will das hier nicht so ganz toll funktionieren. Es geht ja mehr unten und so. Ist ja auch eine tolle Sache und ein bisschen was können wir uns hier auch... Ah ja, guck mal, hier hat sich viel gesammelt eigentlich. Einsammeln. Naja, schon nicht schlecht. Ja, schon nicht schlecht. Müssen mal gucken, wie wir das noch ausbauen können. Wollen wir jetzt zum Beispiel hier mal irgendwas machen. Was ist, wenn wir denn hier oben Wasser raufsetzen? Nicht da, sondern da oben Wasser raufsetzen. Wie weit kommt das Wasser dann? Oh, Entschuldigung, Hundi. Wollte ich nicht. So, machen wir doch mal hier. Oder? Ach, guck mal, da spielt es doch eigentlich ganz gut. Oder? Ja. Na, ist doch schon mal etwas wenigstens. Aber so viel bringt's, naja. Ach, ich bin mir so uneins, mal ganz ehrlich. Na, hier ist ja auch noch irgendwas. Heieiei, aber der Grund, warum ich das überhaupt tue, ist folgender. Ich würde die Ebene hier gerade gerne zumachen wollen. Auf welcher Ebenenhöhe will ich das machen? Ist mal so die Frage. Ich möchte nicht, dass wir hier immer einfach aus Versehen reinfallen. Ich meine, ist ja eine schöne Höhle da. Ja, das ist ja auch alles toll und schön. Aber ich muss ja nicht auf jeden Preis hier reinfallen, wie meine Tierchen. So, ach Mensch. Genau, auf diese Ebene wollte ich es eben nicht so machen. Ich wollte es einen weiter runter machen. Weil ich möchte mir ein Tiergehege bauen. Ja? Wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen was für unser Weizen getan. Und so ein bisschen was hierfür und dafür. Aber ich möchte mich auch nicht komplett nur vegetarisch ernähren. Bitte verzeiht mir. Und ja, das wäre halt irgendwie... schon irgendwie klasse, wenn wir hier unsere eigene Tierfarm noch irgendwie aufmachen könnten. Ja, so ein paar, auch vor allen Dingen Schafe und so. Da kann man ja auch mit Schafen richtig viel machen mit der Wolle. Halt natürlich auch Kühe, ja, Schweine, Hühner etc. drum und dran. Und da wäre doch die Idee, wenn wir das einfach hier auf eine Ebene bringen und uns hier die Höhlen ein bisschen zumachen, weil es gibt genug Höhleneingänge. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt unbedingt diesen Höhleneingang dauerhaft verwenden werde, den ich jetzt da hinten gesehen habe. Sondern eher vielleicht aus dem wir rausgekommen, dass wir gleich im Dungeon landen. Von da können wir uns hocharbeiten oder sowas. Ach komm, Tierchen. Ich will euch ja frei rumlaufen lassen. Ihr wartet jetzt lang genug da in der Hütte oder hier draußen in Sitzposition. Na, aber so ein bisschen muss ich hier schon mal arbeiten. Ja, das muss sein. Wenn die Sonne untergeht, ist ja auch doof. Wenn ich hier nicht geschafft habe. Und die Sonne geht schon wieder unter. Na toll. So. Da müssen wir jetzt hier nochmal gerade ein ganz klein wenig flink ein bisschen mehr zumachen. Das war schon mal einen kleinen Teil Erfolg heute hatten. Bevor wir wieder schlafen gehen. Upp. Boah, habe ich gerade total erschrocken, dachte der Hund.
komm doch mal hier raus. Ein Skelett. Ich wollte gerade auf Schwert wechseln. Hui, 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 hui. Okay. Jetzt aber wird es, glaube ich, Zeit. Und wir verziehen uns gerade mal ganz schnell wieder nach drinnen. Und hoffen, dass wir auf dem Weg nicht allzu vielen Viechern begegnen werden. Ich denke, ich bin auch so ein bisschen geheilt. Ich habe genug in der Höhle erlebt. In Schockmomenten. Wobei, so ein bisschen Nervenkitzel war das ja schon. Nicht wahr? So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach noch eine Runde pennen. Und ich freue mich auf morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Moment. Habt ihr auch gerade eine Spinne gehört? Könnte die auf dem Dach sein? Oh. Ja, danke schön. Wieder eine Spinne auf dem Dach. Ich liebe diesen Tag. Echt. Aber egal. Ich wollte es ja so. Das Dach müssen wir auch nochmal vernünftig machen. Und hier ist ja auch nicht zu. Ha. Naja, egal. Eigentlich auch egal, denn die Spinne ist ja jetzt weg. So, fressen wir doch nochmal ganz schnell ein Brot. Okay. Und dann machen wir da hinten nochmal gerade die Ebene ein bisschen flach. Und dann bauen wir uns einen schicken Zaun auf. Dafür haben wir auch ganz viel gesammelt unten. Ich sage mal Dungeon. Also Leute, ich bin total durcheinander gekommen. Ich habe von vielen Leuten unterschiedliche Aussagen gehört, was ist. Jetzt wollte ich nachlesen. Und zu meiner Schande, ich hab's schon wieder nicht getan. Kann ich euch also einfach nur sagen, also das Ding mit den Eisenbahnschienen und Co. Das ist eine Mine. So wie ich jetzt richtig weiß. Okay. Und ein Spawner ist halt da, wo so ein blöder Spawner halt ist. Und so ein Metallkasten da hier. Dieses Ding, wo diese Viecher draus spawnen. Und jetzt wurde mir gesagt, dass der Dungeon im Grunde genommen diese vom Moosstein zum Beispiel wachsende Höhle davon ist. Ist das so korrekt? Oder für was wird dieser Begriff Dungeon eigentlich überhaupt verwendet? Wäre cool, wenn ihr mir darauf antworten könntet, was eure Auffassung ist. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen davon. Ich werde es auch nochmal nachlesen. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob das eine heiße Diskussion wird oder ob ich einfach nur der Einzige bin, der zu blöd ist dafür. Wobei ich halt von vielen Leuten noch unterschiedliche Aussagen gehört habe. Dementsprechend scheine ich nicht der einzige Blödmann zu sein. So, also dementsprechend, bitte hilf mir. Und seid ein bisschen interaktiver. Schreibt was in die Kommentare. Momentan sind ja sowieso Ferien. Viele sind ja nicht da. Das merkt man auch ganz klar so bei YouTube generell, was so die Views-Zahlen angeht und sowas in der Richtung. Und deswegen bin ich so auf die Leute, auf die wenigen, die leider nicht in die Ferien fahren konnten. Davon gibt es ja immer noch ein paar. Denn? Ah, hier drunter ist dieser Schacht, den wir gebaut hatten. Mich bin gewundert, warum hier aus der Erde so ein paar schwarze Rauchwolken aufziehen. Aber jetzt weiß ich es. Gut. Ja, genau. Übrigens, was ich gerade noch zu Ende führen wollte, ausführen wollte, ist, genau, liebe Leute, seid so lieb, die da sind. Bleibt mal ein bisschen interaktiver, dass wir noch ein bisschen miteinander sprechen können. Dann überbrücken wir auch die Zeit, bis die anderen wieder da sind. Und ja, genau. Ich fahre auch nicht in Urlaub dieses Jahr, wie man sieht. Na, bin ich immer noch hier. Und einfach viel zu tun ist. Aber so ist es im Leben. Kann man auch nicht ändern. Dafür geht es im nächsten Jahr wieder ordentlich weg. Mal gucken, wohin. Habt ihr ein paar schöne, interessante Urlaubsziele, wo ihr gerne hinfahrt und was ihr mir so nahelegen könnt. Wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht höre ich auf den einen oder anderen. Vielleicht gucke ich mir das Ziel einfach mal an. Wäre doch auf jeden Fall eine schöne Sache. Und so, auf jeden Fall muss ich es mit Family machen und nicht alleine. Das ist ja... Also ein Dschungelcamp oder sowas hier bitte nicht vorschlagen. Ich bin auch kein Z-Promi, dementsprechend muss ich da auch nicht unbedingt hin. So, okay. Dann würde ich doch sagen, war das hier erstmal mit dem... Ach Gott. Hier geht's ja immer weiter runter. Ja! Da schiebt mich die Katze ins Loch. Ich glaub's ja wohl nicht.
Hätte ich hier vielleicht Schumarrest hier. Stubenarrest, meine ich. So. Wasser ist immer schön. Ich werde es auch nicht ganz zumachen. Ich werde es nur ein bisschen begradigen, so als unseren privaten Swimmingpool hier. Vollkommen in Ordnung. Mal gucken, wie ich den später nochmal gestalte. Aber so, ich denke, das ist doch ganz schön. Machen wir hier vorne nochmal kurz dicht. Und dann haben wir wenigstens einen Swimmingpool. Was ja auch nicht schlecht. So. Mache ich das hier nochmal. Okay, das ist ja sowieso weg. Habe ich eine Zwangspause, was das Abgrasen hier angeht, sowieso bewirkt. Und dann passt es schon. Dann könnte man jetzt mal anfangen mit unseren exzellenten 29 Gitterstäbchen hier. Ja, so ein kleines Gehege hier aufzubauen. Wo fangen wir damit an am besten? Dann haben wir jetzt natürlich da Wasser und so. Ach, fangen wir einfach hier an. Ja. Versuchen wir mal hier so ein paar. Dankeschön. Echt. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr mir in meine Bauwege reinfuscht. Das ist der Wahnsinn. Ich war noch nie so ein stolzer Tierbesitzer gewesen. Wie mit euch. Echt. Ah, egal. Teilweise bin ich auch zu blöd anscheinend. Katze weg. Mann, jetzt hau ich dich. Ich will dich nicht hauen. Mann. So. Okay, gehen wir mal weiter hier. So viel haben wir ja nicht mehr. So, ich habe davon gesprochen. Und zack, habe ich auch keine mehr. Habe ich oben welche in die Truhen reingepackt? Das könnte mir zwar vielleicht beantworten, aber wahrscheinlich zu spät. Entsprechend wandere ich gerade nochmal hoch. Und schaue mir das an. Was ich da so kann. Okay. Nee, Schienen. Auch nicht. Nein, 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 aber nein. So, guck mal, hier drüben, Zäune, 12. Nee. Och, genau, eine Kiste habe ich noch. Genau, geht beide drauf. Komm, ab da. Kann ja wohl nicht wahr sein. Auch nicht. Stell ich mir noch hier einen hin. Na, wie wahnsinnig cool. Ich muss auch mal irgendwann an meine Inneneinrichtung denken. So, machen wir uns ein paar Stickies draus. Dann teilen wir das hier mal so ein Stück weit auf. Mal gucken, wie weit wir damit so kommen. Machen wir das hier nochmal. Quatsch. Ey, ich klicke heute nur noch daneben. Das ist der Wahnsinn. Habe ich jetzt alle Bretter verbaut? Ach, ja, stell dich drauf. Ist okay. Ich habe nichts gegen dich. Nichts Effektives. So, Bretter. Na, dann doch mal, die können wir doch nehmen hier. Weil dann bauen wir uns nochmal eine kleine Tür. Oh ja, ich glaube, es war so gewesen, ne? Ja, genau. Und dann gucken wir doch mal, wie viel Uhr es ist. Ja, die Sonne ist noch ordentlich. Und dann können wir doch unser Gehege mal weiterbauen. Ich denke, es wird ganz nett werden. Ein bisschen was müssen wir halt nochmal tun, damit wir hier auch noch das weiter ernähren können. Ja, jetzt könnte man ja auch kleine Gehege machen und so, aber jeder, der schon mal die Dinger gefüttert hat ohne Ende, der weiß ganz genau, dass das einfach ein stressiges Unterfangen wird. Wenn man die nicht regelmäßig füttert. Quatsch, wenn man sie füttert, aber ja, hier sich selbst den Raum nicht schafft. So. Oh, das war falsch. Ich wollte gerade aufhören zu kloppen, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. So. Meh. So, müssen wir mal gucken, in welcher Höhe wir sind. Oh. Wenn ich sage, wir müssen gucken, in welcher Höhe wir sind. Ach, komm. Lassen wir es einfach so. Direkt am Wasser ist doch auch schön. Wir haben eh keine mehr, wa?
Ah. Ach komm, dann bauen wir die da hinten noch ab. Ich denke, das dürfte reichen. Nein. Ach Mensch. Die Krise. Jetzt hockt er sich wirklich ins Loch? Das ist nicht wahr, oder? Mir fehlen noch zwei Stücken. Kann ich die kürzen irgendwo? Nee, wa? Ich hab auch kein. Ey. Ach, Baum. Wir haben ja noch ein paar Bäume hier draußen. Da machen wir uns ganz schnell noch welche. So.